dieser zweite endgültige Auswurf, dieser zweite Tod im Protom Pseudos beansichtigt werden, des davon scharwenzelnden Begehrens auf ein anderes hin, ist nicht nur die Erzeugung der Tödlichkeitssimulation zur Beschleunigung der Trittveränderungsimperative, sondern auch die Erzeugung der Weltvorstellung, die in ihrer Dreidimensionalität in inversiver Form nur jene Akzentuierung einer ternären Aufspreizung der Sexualfunktionen bis hin zur Inversion des Begehrens imitieren. Sie ahmen den Übergang von der Anwesenheit in die nun Terniere, in die nun Abwesenheit auf ein Ternieres zu nach. Und alles, was vorher Nähe, Anwesenheit, Ergreifbarkeit, Umfassenheit darstellte, wird nun wie ein Handschuh umgestülpt und in Unerreichbarkeit, Unfasslichkeit, Unbegreiflichkeit, Unendlichkeit, unüberschreitbare und nie wieder ausfüllbare und berührbare Ausdehnung, Ausdehnbarkeit umgestülpt, indem dem Hasen das Fell über den Balg gezogen wird, oder so etwa wie jene Vampir-Oktopusse, die ihren äußeren Tentakelmantel über sich selber drüber stülpen können und dann wie ein Igel aussehen, allerdings nicht mit Stacheln bewehrt, sondern mit Saugnäpfen,